Was geht ab, mein lieben Freunde, euer Jenny hier und herzlich willkommen zum nächsten Callisto-Protokoll Let's Play. Ja, ich hab's euch versprochen, Leute, nach Weihnachten gibt's das Komplettprogramm. Headset, Pulsuhr, Eierlecken. Ja, heute geht's los. Ab heute. Wir sind bei der Hälfte des Spiels angekommen. Die Hälfte des Spiels ohne Pulsuhr gezockt. Und die zweite Hälfte werden wir jetzt mit der Pulsuhr zocken, Leute. Das kann was werden. Denn es ist der Ernesto Valverde. Leute, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Pulsuhr zu 100% funktionieren wird. Letztes Mal im Stream bin ich fast gestorben, damit, oder ich hatte einen 10er Herzschlag. Aber wir gucken mal, was heute passieren wird. Ich bin gespannt, wie das letzte Mal hier aufgehört. Freunde, ich will jetzt von allen ein Like sehen. 2000 Likes, sonst spiele ich nicht mehr mit der Uhr, nicht mit Headset. Ihr müsst auch schon mir was bieten. Ihr müsst auch schon was bieten, Leute. Wie auf eBay. Bietet. Bietet. Okay. Ich würde sagen, ihr könnt reinstarten, Leute. Seid ihr ready? Ach, Digga, ganz... Oh Gott, Digga, das ist ein ganz anderes Feeling. Nein, jetzt bin ich wieder komplett in diesem Horrorfilm. Ach, du heilige Scheiße. Ja, wir haben letzte Mal hier in der Folge die eine Chaya getroffen da. Die wollte Eier lecken. Ich habe gesagt, nein, geht nicht. Die ist jetzt irgendwo hin, keine Ahnung. Boah, was für komisch, ich höre meine eigene Stimme kaum. Ich höre nur diese Sounds hier. Ja, Leute, das ist wirklich so komisch, Alter. Ich sag euch so, wie es ist. Das ist viel zu laut, ich muss ein bisschen leiser drehen hier. Eieiei, warte mal, war das hier? Ach, ich... Ist 80er Puls normal? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke jetzt nicht die ganze Zeit auf meinen Puls, Freunde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ihr Säcke. Ihr wollt mich doch alle leiden sehen. Ihr seid so Schweine. Jetzt werden wir für das Spiel 10 Jahre brauchen. Jetzt werde ich wieder viel vorsichtiger vorgehen. Ich sag euch so, wie es ist. Aber wenn jetzt jemand rauskommt, Bruder, es hört sich an, als ob der hinter mir ist. Ein 360 YouTube. Ey! Donnerschlag. Pikachu, Donnerschlag war das. Ein Donnerschlag, ne? Ja, Leute, das kann jetzt lustig werden. Ich sag euch so, wie es ist. Aber eigentlich bleibt auch bei Horrorspielen... Genau, ich habe gesagt, wir sollen diese Aufnahmen gucken. Genau. Guck mal, das mache ich jetzt für euch. Wir gucken uns jetzt immer schön die Aufnahmen an. Wir sind nämlich gerade bei gesuchte Person. Wir waren gerade... Oder wie hieß der Typ jetzt? Ich habe den Namen wieder... Das haben die wirklich kacke gemacht. Das war doch der hier, oder nicht? War das der? Decased? Ja, ne? Der war das. Ach so, aber können wir uns keine Audio... Ah, ich hab... Ah, da unten. Hey, ich habe versucht, Ferris zu erreichen, aber er wird vermisst. Musste reagieren. Habe das Tor verschlossen. Sind jetzt alle auf der anderen Seite gefangen. Kommunikation geht wieder, aber Black Iron antwortet nicht. Okay. Ja, sorry, dass ich das am Anfang nicht gehört habe, Leute. Es tut mir leid. Hätten wir machen sollen. Ich wusste nicht, dass das so story-relevant ist. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber... Was ja nicht hieß, das kann ja noch werden. Wie Ernesto Valverde. Das ist so komisch mit Headset, Alter. Wirklich, Headset ist eine Stufe vor VR-Brille. Boah, diese Scheibe. Als ob der gerade wirklich meine Scheibe hier eingeschlagen hat. Steck rein, das Ding. Verdammt. Ich gehe rüber in den anderen Raum. Ich sag Bescheid, wenn ich bereit bin. Sicherheitsmaßnahme. Macht Sinn. Okay, geh rüber. Hier zum Strom, Reaktor, Kontrollraum. Das ist kurz was Wichtiges, Leute, wegen Handy. Ich hoffe, mein Pulsschlag wird die Folge nicht auf 100 gehen. Das ist so komisch, Alter. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Halt die Fresse! Ich wünsche dir einen schlechten Tag, du. Oh, sorry, Leute. Diese Horrorspiele mache ich immer aggressiv. Warte mal, wir haben jetzt hier Schrotflinte, Stabilität, Schaden. 300. Easy, können wir eigentlich perfekt kaufen. Ja, machen wir so. Ich kaufe das hier. Stabilisieren wie Conor McGregor. Kämpfe alleine wie Conor McGregor. Denn wir sind alle im Lauf. Im Lauf. Und wir müssen Eier lecken. Eier. Lecken. Okay. Wir machen jetzt noch das hier drauf. Zap, zap, also nach. Ich mein's ernst, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Jetzt sind wir wieder drin im Headset. Ich habe ein neues Headset zugeschickt bekommen hier von JBL. Das
ja aktuell mein Partner hier im Dezember. Aber Headset, ehrlich. Ja, 29. Können wir irgendwas verkaufen? Weil ich bin da so verwirrt gerade. Oha, warte mal. Was brauchen wir? Makelloser Entschlüssler. Uff, Bruder, der kostet ja richtig viel. Natürlich gebe ich den ab. Was soll ich denn mit dem? Was soll ich denn mit dem Entschlüssler? Munition haben wir wie 700 Punkte. Das ist sehr gut. Warte mal. Ey, was macht der? Das hab ich... Ey, guck mal, normalerweise in Spielen fragt der, willst du das wirklich kaufen? Ja, nein. Und hier, Bruder, drückst du drauf, der kauft einfach. Was ist das denn? Wollte ich gar nicht. Was habe ich jetzt da getan? Ich hoffe, das war gut. Schalte einen neuen tiefen Angriff frei, okay? Ja, scheiß drauf, warte mal. Ja, 2700, alles klar. Darauf hätte ich eigentlich sparen sollen. Scheiße, Alter. Warte mal, guck mal weiter. Können wir hier noch was machen? Gekauft, gekauft. 100 Magazins-Upgrade hätte man kaufen können. Scheiße. Magazin-Upgrade. Boah, Kapazität von was denn? Schrotflinte. Ah, für die Schrotflinte. Doch. Doch, das machen wir. Dass wir dann immer schön genug Munition haben. Alles gut. Merkt ihr, wie lange ich jetzt am Shop verbringe und so, damit ich hier nichts machen muss? Ernesto Valverde. Calling Beschwerde. Eier lecken. 80er Puls souverän, Leute. Komm, reicht jetzt, Digga. Geh weiter. Ich habe gefeckt. Konterangriff blocken. Halte den linken Stick gedrückt, um einen gegnerischen Nahkampf zu blocken. Was? Halte den linken Stick gedrückt? Ah, eine Folge fügt viel weniger Schaden zu. Such nach dem Blocken. Okay. Ah. Warte. Hä? Linker Stick. Ich drücke den linken Stick rein, passiert nichts. Oder wenn ich mit Headset dieses Ding hier aufmache, wisst ihr, ich alle einfach wie Laserschwert. Schau jetzt. Laser... Was soll ich gerade Star Wars spiele, Alter? Egal, ich geh jetzt. Ich spiele so, als wäre nix. Ey, jetzt hat man viel mehr Angst, dass so ein scheiß Ding da rauskommt, ne? Die Tür öffnet sich, als würde ich gerade in Narnia reingehen. Ey, wisst ihr, wie laut das ist? Wisst ihr, wie laut das ist? Als würden gerade UFOs auf meinem Haus hier landen. Hallo? Ich werde jetzt wieder weniger reden. Mit dem Feeling nicht. Da kommt was raus jetzt. Zu laut, Leute. Ich schwör, alles zu laut. Das sind Sounds, Digga. Du denkst wirklich, du verreckst gleich. Was? Was hast du an mit meinem Rasierer? Alles. Einfach Bohrmaschine. Oh. Was? Was? Was passiert hier? Das ist der falsche Weg. Hä? Ey, ich kann nicht mehr, diese Sounds, die ficken meinen Kopf gerade, ehrlich. Was soll das denn hier, Aufzug hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, Eier lecken? Guck mal. Ich finde das cool, dass aber so lange keine Gegner gekommen sind, ne? Ich weiß nicht mal, ob ich hier richtig bin, ne? Ich bin gerade so verwirrt, ne? Ich sag euch so, wie es ist. Komplett. Ey, ey, ey! Oh mein Gott! Ist der tot? Hä? Ich hab ihn ja nur genommen und geschmissen! Was sollte das denn? Hä? Ich hab dir nur kurz... Vielleicht sind das unsere neuen Kräfte. Die Macht eines Jedi-Ritters. Ich glaube, jetzt habt ihr alle diese alte Horror-Feeling hier, ne?
Bruder, was sind das denn für Sounds, Digga? Ich komm drauf nicht klar, ne? Ich muss durch diese Tore. Hört ihr das? Hört ihr das? Ach so, die sind da im Käfig. Oder war ein Prison Break? Prisonberg. Entsperre den Wachraum mit einer Sicherung. Den Sicherungskarsten brauchen wir. Hör mal, Karsten, beruhigt. Was denn? Hä? Wieso kann ich den denn nicht töten schon mal im Voraus? Ich wollte nur schon mal... Wisst ihr, wie ich das meine, Leute? Guck jetzt, jetzt gehen auf einmal die Türen auf, guck jetzt. Das ist ein ganz anderes Feeling, ne, wirklich, also. Spielt mit Kopfhörern, spielt ohne Kopfhörern. Das ist anders. Jetzt gedrückt. War das richtig? Ja, Leute, ich komme gerade einfach drauf auf den Sibi, Alter. Was ist denn jetzt? Kann man das auch ziehen? Okay, auf jeden Fall ist jetzt diese Türe aufgegangen. Cool. Ach so, okay, geht's weiter. Ach, geil, das habe ich nicht gesehen. Aha, da haben wir auch noch nicht. Was haben wir hier? Ja, verpiss dich, Alter. Der wird gleich safe irgendwie rauskommen, 100%. Den Stromreaktor. Da liegen nicht umsonst wieder diese Dinger zum Schmeißen. Bin ich dumm oder steht da jemand? Wie sind die da reingekommen? Das ist komisch. Der arme Bruder. Besser Arm dran als Arm ab. Oh mein Gott! Okay, jetzt heißt es Eier lecken. Das ist so laut, Alter. Hört ihr das? Oh mein Gott, oh mein Gott! Satan, der Bastard wohnt in meiner Nase! Mal rein, ihr Schwanz. Hört ihr das? Digi-digi-dig. Er ist richtig geil. Digi-digi-dig. Digi-digi-dig. Oh mein Gott. Ich hab mittlerweile die Moves drauf. Merkt ihr das? Ey. Trifft der Schwanz da die ganze Zeit auf mich? Oh, guck mal, das sieht jetzt auch geil aus. Guck mal jetzt. Nein? Ach, geil, Alter. Ja, ab 18. Dringe in den Stromkontrollraum ein. Wer ist denn da eindringen? Nicht ein Eindringling? Guck mal hier. Kann man irgendwas pushen hier? Die Geräusche, das ist alles zu viele gerade, Leute, ehrlich. Okay, aber mittlerweile habe ich ein bisschen schon an den Sound gewöhnt. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt auf weitere Folgen, Kette, Eier lecken. Okay. Wurde langsam Zeit. In 3, 2, 1. Gleich kommt Ferris MC, Alter. Okay, ich wende die Raupe. Wir treffen uns draußen. Ich will's hoffen. Finde den. Was? Finde auf dem. Finde Danny auf dem Anti-Vorpass. Ja,
Wir haben irgendwas gefunden. Der makellose Energieumwandler, ne? Ich kaufe mir jetzt erstmal gar nichts, Leute. Lasst uns erstmal unsere... Sorry. Da war was im Hals. Lasst uns erstmal unsere Sachen behalten, würde ich sagen. Damit wir hier... ein paar Münzen sammeln. Guck mal, Callisto-Kadettits. Immer alle schön looten, 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 Hadouken. Ich push jetzt einfach, ist mir scheißegal, Alter. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Spiels angekommen, hab ich ja auch schon gesagt. Aber der Puls bleibt souverän, der ist bei 80. Ich hoffe, das stimmt auch so. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, Leute. Oh mein Gott! Bruder, ich dachte, was ist das denn? Einfach schwebender Gegner. Sind sie, dass sie schweben hier, du Hundesohn. Laserschwert. Mach auf. So, Staubsaugeraufzug. Warte mal. Entschlüsseler? Schüsseler-Salze. Schüsseler. Ah, what? Was ist denn das? Oh, nein, 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 nein. Das, meine Damen und Herren, sind eingefrorene Lebewesen. Welche aber gleich eventuell erwachen. Die Pump ist Pumpgun, ne? Pumpgun. Ich werde mich jetzt safe erschrecken. Oder? Ruhig. Stuff. Schritt drauf, Ernie. Alter, Pisser. Boah, gibt dir eine Bombe, Alter. Stunk. Ey, es hört sich viel geiler an, dieser Sound. Stunk. Soundeffekte da die ganze Zeit. Guten Tag, Name sein Hasbulla. Der kleine Pisser, Alter. Wo habe ich denn den scheiß Pumpgun, Alter? Der kopflose Nick ist da. Von Harry Potter. Bruder, ich weiche dir selber mit aus! Der kopflose Nick. Junge, was schluckt der denn alles? Bruder, der ist ohne Kopf! Der ist ohne Kopf, der Hundesohn! Wie kann der mich denn trotzdem schlagen? Da kommt noch einer, ich gehe mal schnell hier rein. Geh doch rein! Guck mal, ich sterbe gleich wieder. 59er Puls, Leute. Merkt ihr das? Ich sterbe wieder. Ich mache den Puls nochmal weiter nach oben. Vielleicht bringt das ja was. Keine Ahnung, Digga. Ich erkenne nichts da draußen. Also... Verdammt, halt die Klappe. Was ist dein Problem? Ich stehe. Wie fährt die denn, Alter? Hat die Führerschein im Lotto gewonnen? Ich kann mich ja nicht bewegen, Leute. Ich kann ja nicht drücken. Ach, sorry, aber der Puls so manchmal funktioniert. Ich weiß. Gut. Keine Ahnung. Und wo fährst du hin? Ich fähr zu Hasbulla. Bin gleich wieder da. Was? Was macht denn der? Nein, komm zurück! Komm zurück, Jack! Thumbnail! Das ist mein Schiff. So? Hey Danny! Was machen die Jagd? Ich muss es mit eigenen Augen sehen. Wollt ihr Danny? Jawohl, jetzt können wir endlich zu zweit spielen. Da hat man weniger Angst, Alter. Wirklich, das ist echt so. Wenn du ein Spiel mit jemandem zu zweit spielst, Danny, in-game, wo zum Teufel bist du hin? Hat man weniger Angst. Kannst du mir sagen, warum der Mann nicht rennt? Ich drücke L2, der rennt nicht. Der will nicht rennen.
Jetzt rennt er. Ja, super. Daniel! Oh nein. Daniel, wo bist du? Wie kann man... Das ist ja wirklich Horrorspiel-Klischee, ne? Anstatt, dass der genau hinter ihr bleibt, ich würde niemals... Dass niemand hier weg von mir wegrennt, Digga. Oder ich sterbe gleich. Ich krieg gerade Herzrasen. Was ist das denn? Ja, warum ist mein Herz gerade so am Rasen, Digga? Das ist gerade echt komisch. Ich sag gerade noch, ja, wir haben keine Angst. Wir kriegen keine Angst mehr. Wer ist das? Ist die das? Ja, was macht die da? Hey, was tust du da? Was ist da drin? Medizinkram. Bullshit. Mach's auf. Warum? Weil ich es sage. Und weil wir vorher nirgendwo hingehen. Okay, gut. Was? Ja, hab's dir doch gesagt. Aber laut Akten hast du mehrmals geliefert, kurz vor dem Vorfall. Ich und viele andere Frachter. Versuch nicht, dich auszureden. Du steckst damit drin. Ich hatte nichts mit der Sache auf, ihr Rupert. Das war der Kollege von dem Bruder, der sieht so brutal aus. Wenn ich den sehe, ich krieg Albträume von dem. Ich hab grad so einen Schauer durch meinen Rücken bekommen. Was ist mit dir? Oh mein Gott. Vernehmt mir den Verstand. Oh mein Gott. Das ergibt keinen Sinn. Aber ich finde es raus. Und in der Zwischenzeit reißt du dich zusammen. Irgendwer muss uns hier rausfliegen. Komm jetzt, wir gehen. Danny. Was dachtest du, würdest du finden? UJC Biokampfstoff. Von Europa hierher verfolgt. Zu meinem Schiff? Das dachte ich mir. Ich dachte wirklich, ey. Der Kontrollraum ist direkt vor uns. Mach dich bereit. Bitte, hoffentlich komme ich in diese Halluzination zurück. Das ist das Schlimmste, wenn er auf einmal seinen Namen ruft. Und diese Geräusche kommen und sowas. Und das ist ein Film. Vor allem jetzt noch mit Headset. Da haben wir einen Chip-Implantat. Neue automatische Aufnahme. Sergeant Scott Novotny. Sergeant Scott Novotny. Sergeant Scott Novotny. Ja, hier, Audioprotokoll. Was hast du getan? Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich Zugriff, aber ich komme nicht ins System. Nein, warte. Ich bin der Schichtleiter. Okay. Ja, man kriegt so ein bisschen so hinter den Kulissen, finde ich, Bescheid, so, ne? Aber ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt hier dadurch... Ja, vielleicht gab es bei den anderen Dingern bessere Notizen, noch mehr Notizen, kann natürlich auch sein. Aber wir haben jetzt hier gerade nicht die krassesten Sachen bekommen gerade. Wo ist denn die Kalusch? Weil der Safe, dieser Ferris MC wird Endgegner einfach. Der, ihr habt geschrieben, der hat... Jo! Morgen von Black Iron möchte ich Sie auf Callisto willkommen heißen. Sie kommen zu einem guten Zeitpunkt. In einer neuen, strahlenden Zukunft. Boah, Digga. Ich war im Urlaub, das ist mein Leibes geworden. Ich war im Stress. Atmen. Hatte keine Zeit, auf den Datentransfer zu warten. Ich muss alles darüber wissen, was hier vor sich geht. Aber du hast es einfach rausgerissen? Als hättest du nicht schon dasselbe getan. Kanntest du ihn wirklich oder hast du ihn nur zur Flucht benutzt? Sag ich dir nicht. Das Schiff wartet im Orbit. Ich aktiviere den Fernruf. Orbit. Das Schiff wartet im Orbit. Wir können den Aufzug im nächsten Raum nehmen, um aufs Landungsdeck zu kommen. Ja, von da aus sind wir losgeflogen. Ich erinnere mich. Ja, mach doch die Tür auf.
man irgendwas wieder drücken. Push it to the limit. Er ruft den Aufzug. Aha. Was ist das denn? Warum kann ich den nicht töten? Ah, immer, ah. Oh, die, was denn hier passiert? Ich vermute, jemand versucht zu verschleiern, was hier passiert ist. Vielleicht findest du was. Ja, schauen wir uns mal um, vielleicht. Aha. Caitlin Marler. Caitlin Marler, merkt euch, Caitlin Marler. Caitlin Marler. Was zur Hölle hat Cole vor? Proben, die in modifizierte Gamma-2-Frachtcontainer verladen wurden? Dachte er, der Einsatz von zivilen Auftragnehmern würde irgendwie verhindern, dass ich es herausfinde? Das ist keine Wissenschaft. Das ist reiner Wahnsinn. Rainer, Rainer. Ich hab einen Puff. Und unser Puff-Papa heißt Rainer. Der makellose Energieumwandler wandelt auch dein Energiearsch in Energiearsch um. We can go straight under the ground. Ja, wir brauchen unbedingt den Shop. Wir haben jetzt, glaube ich, locker 1600 Punkte oder so. Oder? Wenn wir die Sachen verkaufen. Dann noch. The thing goes krr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 
Dann wieder links. Der zeigt das ja auch so ein bisschen. Man merkt das ja auch so ganz leicht. Ja. Hier rechts durch. Ja. Bruder, ey! Ich verschraste gleich aus, Alter. Mein Puls. Meine Fresse, gib mir das auf den Sack, Alter. Ist das eine Sackrate? Komm, letzter Versuch. Ich sterbe gleich sonst mit meinem Puls hier. Jetzt merkt euch das mal, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind dreimal gestorben. Gut ist, okay. Wer denn, wenn wir uns noch später festgehalten? Digga, was ist mit meinem Puls los? Ich sterbe, bin am Sterben. Scheiße, Alter, was war das denn? Komm, nein, guck jetzt, kriegt er wieder Halluzinationen. Bitte nicht, sieht er wieder seinen alten Kollegen. Hör auf, bitte. Nicht schon wieder, bitte nicht. Wer ist das da hinten? Wer ist das? Wer steht da hinten? Bitte nicht. Der ist... Oh nein, der ist jetzt in so einer Trance-Welt oder so. Keine Ahnung. Dani! Dani! Das ist sie nicht, Digga. Bitte nein. Ich hab keinen Bock auf so eine Scheiße jetzt. Jetzt, guck mal, dreht sich um. Das ist der Kollege. Bist du dumm? Kann man so dumm sein? Schlaf, ne? Ey, zu brutal, Digga. Das ist zu brutal. Wo zur Hölle sind wir? Weiß nicht. Warte. Moment. Die Konsole funktioniert noch. Arkas? Arkas. Die ursprüngliche Kolonie, auf der das Gefängnis gebaut wurde. Da ist ein Aufzug in der Nähe. Der bringt uns zum Transportzentrum. Von dort zur Kolonie und dann zurück nach Black Iron. Zurück nach Black Iron? Nein! Kommt nicht in Frage, wir sind fast gestorben, um da rauszukommen. Hier geht's nicht ums Fliehen, Jacob. Worum geht es nicht dann? Mehr. Worum geht es? Antworten! Warum schießt der Warden eines seiner eigenen Schiffe ab? Was hat das mit Europa zu tun? Das wird doch nur ein weiterer Job sein. Das ist verdammter Irrsinn. Irrsinn. Ich weiß. Aber haben wir eine Wahl? Komm, hier ist es nicht sicher. Geht weiter, ladies and gentlemen. Kolonie geworden. Sie wurde verlassen. Wie der Rest von Callisto. Wie sie hier ein Gefängnis gebaut haben. UJC muss ja irgendwie Geld verdienen, oder? Jetzt erfährt man noch mehr von der Story. Nicht, dass noch Strom da ist. Diese alten Fusionsgeneratoren sind sehr robust. Wow. Klingt so, als würde der Hangar immer weiter einstürzen. Der Aufzug sollte gleich noch fertig. Das Spiel haben die schon krass gemacht mit der Engine und so, das muss man schon sagen. Könnte eine Abkürzung zur Kolonie sein. Ich hoffe, dein Plan bringt uns nicht beide um. Ey, das Effekt ist ja auch brutal krass. Es wird schlimmer. Wir sollten uns beeilen. Ey, immer wenn er seinen Kollegen sieht, ne, das ist zu brutal, Alter, wenn ich das sehe. Wie ist das? Stimmt's? Das ist so ja. Schlimm. Ich sehe keinen Aufzug. Mist. Er ist kaputt. Hatte gehofft, wir hätten Glück. Aber hier bricht alles zusammen. Tja, es muss noch einen anderen Weg dort runtergehen. Komm. Wo
wisst ja, Resident Evil mit VR-Brille, Leute, das war das krasseste überhaupt, Digga. Das hat mich wirklich, hätte ich da mit Pulsuhr gezockt, ich schlaf alles an meinem Puls durchgehend über 100. Und das ist noch was ganz anderes, da bist du dich am Bewegen, du bist am Stehen. VR-Brille Spiele zu spielen, Leute. Dass ich mich das getraut habe, da bin ich wirklich stolz auf mich, weil ich bin eigentlich ein kleiner Schisser, was Horrorspiele einfach geht. Aber das war zu brutal, Alter. Das war zu brutal. Vielleicht kommt ja sein Kollege um die Ecke. Pass auf! Oh, es trennen sich natürlich die Wege, es war klar. Diese komische Horror. Alles gut. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich sehe noch einen Weg. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Hier. Ist schlimmer, als ich dachte. Straight out of this way. Find another way out. Get the fuck out of here, mate. Anstatt dass die einfach. Das hier halten. Versuch einfach nicht drüber nachzudenken. Scheiße! Alles in Ordnung? Ja. Die Frage ist, wo lang geht es jetzt hier darüber, ne? Guck mal, geht doch ein bisschen schneller. Ich drück doch L1, damit er ein bisschen sprintet. Okay, da geht's nicht weiter, oder? Da seh ich keinen Weg. So we have to go this way. Straight out of this way. Vielleicht geht's ja noch ein bisschen runter, oder? Oh nein, jetzt kommt wieder. Guck jetzt. Jetzt passiert was. Das sind die Momente, wo was passiert. Vertraut mir. Vertraut mir. Vertraut mir. Bitte, Chat. Vertraut mir. Vertraut mir. Guck jetzt. Doch nicht. Ich habe gedacht, jetzt kommt da sein Kollege ans Gitter oder sowas, ne? Das hätten die gut machen können. Ich habe eine Leiter gefunden. Ich gehe runter. Ich könnte das auch richtig gut machen, andere Leute zu erschrecken für Horrorspiele. Ich bin auch so ein Psychopath. Wirklich. Nicht an jeder Ecke, aber dann, wenn es keiner erwartet. Auf einmal kommt da jemand runtergerollt oder sowas. Ey, sowas hätte ich, glaube ich, das Auge. Da ist eine Leiter, ne? Weil ich habe so Blähungen gerade. Jawoll, Junge, Alter. You have to find another way. Straight out of this way, my friend. Hab den Wartungskorridor gefunden. Im Wartungskorridor? Ich werde die Folgen immer versuchen, so 45 Minuten, um den Dreh zu halten. Das ist, glaube ich, eine gute Zahl, oder? Es ist nicht weit. Ja. Das ist Soundeffekt. Hast du mein Haus hier gerade eingestürzt, ne, wo ich gerade wohne hier? Wirklich, das hört sich an so. Ein paar Schritte noch. Ich komme. Ja, Bruder, wie weit springt der denn, Alter? Über Fast and Furious 6, Dominic Toretto. Nein. Jacob! Ich hab gedacht, wir haben irgendwas falsch gedrückt oder so, ne? Aber es sollte so sein. It should be like this. Wer kommt jetzt? Ferris MC. Es ist Ferris MC. Oh, oh. Was ist das denn? Bruder, das ist Venom. Mein Gott, das ist Venom. Ich mein's ernst, das ist Venom. Das muss Thumbnail sein, Digga. Das ist ja brutal, dieses Foto. Alter. Nur das Billigding ist das? Verwandelt sich! Alter! Das sah viel krasser aus, das Monster. Oder war das jetzt wieder was anderes? Seid mir ehrlich, Freunde. Das sah wirklich 10-mal krasser aus.
Es sah aber gerade irgendwie so aus, als ob uns die Olle mit Absicht fallen lassen hat. So kam mir das gerade vor, ne? Wir hätten ja auch alle irgendwo gegenknallen können, aber... Ey, ich finde, das Spiel macht richtig Bock, Alter. Das ist ein sehr cooles Spiel. Ein sehr cooles Spiel, Alter. Wirklich. Ein Spiel, was sich safe gelohnt hat zu Let's Playen. Kann ich jetzt schon an der Stelle sagen. Es hat einen coolen Vibe, Digga. Es macht... Wieso bewegt mich leise? Wo habe ich denn Waffen? Waffen sind da, um benutzt zu werden. Oha. Lauf doch! Hey! Hey! Was soll die Scheiße? Waffen sind doch da, um benutzt zu werden, oder Leute? Irgendwie hat er gerade eine Ladehemmung gehabt oder was weiß ich was. Voll lange gedauert. Shaheen Shun, Außenprotokoll 1. Okay, merkt euch. Shaheen Shun, Außenprotokoll 1. Shaheen Shun, ja. Ansehen. Außenprotokoll 1. Missionsprotokoll 001. Bericht von Dr. Yoon. Wir sind gerade am alten Transportzentrum angekommen. Es war die vergangenen 75 Jahre versiegelt wie eine Gruft. Die vorläufigen Messwerte sind nicht eindeutig, aber es gibt keine unmittelbaren Hinweise auf einen Bruch in der Eindämmungszone. Ah, das können wir noch nicht. Okay, die anderen Sachen haben wir noch nicht freigeschaltet. So, Waffe. Nachgeladen. Waffe nachgeladen, perfekt. Ja, jetzt gibt es wieder 150 Wege. Was steht da? Don't make a sound. Von mir aus scheißegal, Digga. Ich baller die von mir aus alle ab. Don't make a sound, Digga. Es sind mir wieder zu viele Wege. Guck mal, woher weiß ich jetzt, wo es weitergeht? Woher soll ich das jetzt wissen, Leute? Man kann nach links, man kann... Ich geh jetzt einfach mal nach links. Oh mein Gott, ja. Guck jetzt von links, ja. Hi, wie geht's dir, Bro? Ist der wirklich gerade zum Leben erwacht? Willst du mich verarschen? Noch mehr. Und tschüss. Falscher Weg. Ey. Jawohl. Einfach dagegen. Kann die anderen da auch dagegen werfen. Aber der hat keine Power mehr, ne? Das Ding ist kaputt. Oh nein. Alter. Das ist wieder Ferris MC mutiert, Alter. Sein Vater, der Hundesohn. Ja. Ey. Reicht jetzt. Boah, Digga, mein Dings juckt, ey. Skunk. Flintenmunition. Skunk. Skunk. Immer wenn man mit dem man boxt, Alter. In dem Game. Skunk. Skunk. Leute, ihr kennt ja auch diese Geräusche, ne? Ich hab ja nichts Verstecktes. Liegt zum Looten, Alter. Einfach so ein extra Weg hier. Einfach gar nichts los hier. Ich weiß jetzt halt wirklich nicht, ob es hier weitergeht, Freunde. Oder auf der anderen Seite. Das werden wir aber schon rausfinden. Ich habe das Gefühl, es geht irgendwie hier weiter. Cool, guck mal hier. Das war so klar.
Deswegen sagen wir auch Make no sound. Make no sound. Gott, wir sind in der Höhle von Narnia. Was? Was sind das für Sounds? Oh mein Gott! Oh oh. Mit dem Injektor. Direkt noch einen zweiten hinterher. Vielleicht noch mal einen dritten? Komm, scheiß drauf. Wir machen alles voll. Keine Verschwendung, wir haben jetzt full life. Das ist so krass, ne, wie diese Dinger alles rasieren können, ne? Das ist ja brutal. Das ist wirklich brutal. Ich spiele jetzt auch weiter mit der Schrotflinte, die ist besser, safe. Ja, per Akkusatz, perfekt. Alter, die Dinger, die sind wirklich brutal. Wenn die sich verwandeln, ein Super Saiyajin ist vorbei. Ich glaube, hier ging es weiter auf der Seite, aber ja, wie gesagt, Freunde, das kann ich vorher nicht wissen. Es gibt zwei Wege, links und rechts. Und vielleicht kommen wir noch irgendwie auf die andere Seite. Dann cool. Wenn nicht, dann ist es halt so. Na, dann haben wir es halt verpasst. Aber dass ich jetzt nochmal zurückrenne, würde theoretisch auch gehen, bevor wir jetzt die Treppen runtergehen. Komm, ich mach's. Ich mach's für euch, Digga. Ich mach's für euch. Damit ihr mir nichts sagen könnt. Nee, du hast da auf der anderen Seite was Wichtiges übersehen. Pudats Minze habe ich übersehen. Das ist aber echt ein weiter Weg, ne? Ey, da waren wieder Gegner, ne? Habt ihr das gehört? Und jetzt kommen sogar neue Gegner, obwohl ich nur zurückgehe. Aber das kann doch nicht wahr sein. Also bei meinem linken Ei, ich kann wetten, es geht auf der anderen Seite weiter. Und hier ist jetzt irgendwas zum Looten oder so. Aber das nehme ich mit. Ich stelle vor, es geht hier. Scheißdinger nicht wieder verwandeln lassen. Ey, und dafür bin ich jetzt hier. Oh mein Gott. Alter. Was schlucken die denn? Was für eine Höhle sind wir jetzt auf einmal hier gelandet, Mann? Was ist denn das für eine Scheiße? Und am Ende wird das hier noch ein 1-Stunden-Special, Alter. Meint ihr, war doch gut, dass ich hier lang gegangen bin? Ich stell vor, gleich muss man den ganzen Weg zurück. Muss ja irgendwas sein. Hey. Hey, das ist doch nicht normal. Wie viel die Dinger schlucken, ne? Sag mir ehrlich, was ist das denn? Bernardo Silva? Oder für Bernardo Silva? Ich schwöre bei Gott, das ist Bernardo Silva. Sieht aus wie Bernardo Silva. Gesehen? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das gesehen habt, jetzt die Stelle. Sieht doch wirklich aus wie Bernardo Silva. Da geht's jetzt wirklich hier weiter. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wo bin ich denn jetzt hier? Ey, ich habe voll die Kontrolle verloren gerade. Die Übersicht, nicht die Kontrolle. Lol. Don't make sound.
Und da sind wir gekommen. Und da sind wir jetzt rausgekommen. Lol. Okay, jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Okay. Siehst du? Also es ging doch nicht links weiter, sondern rechts weiter, sondern links. Ja, haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht, Digga. Schon 50 Minuten am Zocken. Aber es bockt gerade unnormal, Digga. Auch wenn wir mit Headset zocken. Ich habe gerade richtig Spaß. Und das ist das Wichtigste, also Spaß zu haben. Deswegen, Freunde, lasst alle einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat. Es war eine geile Folge, Digga. Sehr viel passiert. Wir sind ja schon hier, krass. So schnell, so lange hat das ja gar nicht gedauert. Das kam irgendwie viel länger vor, ne? Weil wir auch die ganze Zeit gefightet haben und sowas. Ich spiele noch so lange, bis unten rechts dieses Symbol kommt. Hier wieder verwandelt, Alter. Gar keinen Nerv. Oder was war das denn? Er hat mein Leben komplett gefickt. Was passiert hier? Ey, die haben mein Leben. Ey, zum Glück habe ich dieses scheiß Spritzding nicht von vorne gesehen, Alter. Das habe ich schon erschrocken so, aber... Boah, das habe ich gar nicht gerechnet, dass dieses Spritzding da auf einmal rausspritzt. Alter. Okay, wir haben keinen Gesundheitsinjektor mehr. Was haben wir da? Diese Kisten kann man ja auch verschlucken. Da ist ja auch immer was drin. Baupläne werden hochgeladen. Automatikpistolenbauplan, okay. So, wir gucken mal nach, was haben wir alles hier gekauft. Schaden, boah, das erhöht den Schaden. Lass es erstmal verkaufen, Digga, wir haben so viel. Revolver, ne, Munition, Aufstand, Flinten, Munition, Skunk. Revolver, boah, ein Schlüssel, oh mein Gott. Okay, Leute, jetzt wird's richtig geil nochmal. Makellose Energieumwandler, weg. Oh, Digga, wir haben 1900, ne? Akkusatz weg. 1900 Punkte haben. Jetzt überlegen wir uns mal genau, was wir kaufen. Also wir könnten für unsere Pistole, dass der Schaden einfach das Explosivpatron abfeuert. Okay, das hört sich krass an. Hier hätten wir das Beste, was wir machen könnten. Boah, das kostet ja richtig viel. Eines gezielten Genickbruchs nach ihrem Combo. Alter, den Schaden durch das Entfernen. Ne, lieber... Lieber habe ich mehr Schaden bei den Waffen. Was haben wir hier? Automatikpistole. Patronenschaden, Magazingröße, ne. Was haben wir hier? Aufstandsschrotflinte gekauft. Mal gekauft. Magazin-Upgrade. Boah, das ist jetzt schwierig. Ich würde sagen, eigentlich ist das Beste hier, dass wir... Oh mein Gott. Schrotflinte. Stabilität. Schaden. Aber bei der Waffe, warten wir. Es gibt so viele gute Sachen, ne, die wir machen können. Was machen wir für 1900? Ich weiß es gerade selber nicht, Freunde. Ich würde eher sagen, hier das hier irgendwie. Für die Pistole. Machen wir einfach das hier. Guck mal, der Schaden wird viel höher gehen. Machen wir einfach das. Komm, scheiß drauf. Ich mach das jetzt einfach. Ist mir egal, ob das jetzt gut war oder schlecht war. Oh, ich habe jetzt einfach nach Bauchgefühl gehandelt. Das muss ich auch mal machen. Ich kann nicht immer nur Kommentare gucken, Kommentare gucken. So, jetzt haben wir schön Schaden bei der Waffe. Und. Da lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Wir spielen noch so lange, bis der speichert. So, Waffen, die mit alternativen Feuermodus aufgewertet wurden, bieten eine höhere Feuerkraft. Wir brauchen jedoch mehr Munition. Drücke und halte... Was? Drücke und halte L2? Ja, und drücke R1, um den stärkeren... alternativen Feuermodus der Waffe zu benutzen, okay. Jetzt mit R1, okay. Okay, er hat gespeichert, ne? Ja, Jackpot neu starten, er hat gespeichert. Und ja, Freunde, ey, das war's an dieser Stelle vom heutigen Callisto-Protokoll-Let's Play. Ey, es hat unnormal Spaß gemacht, es war heftig, die Folge. Wir haben fast ein 1-Stunden-Special hier rausgeballert, aber das 1-Stunden-Special kommt bei Folge 10.
Und vielleicht kommt da auch schon das Finale. Wir schauen mal, Leute. Ich werde versuchen, ich weiß aber nicht zu 100%, am 31. Dezember, also an Silvester, meinen Warzone-Win hochzuladen, den ich ja die ganze Zeit hochladen wollte. Habe ich voll vercheckt. Und ja, das war's auf jeden Fall von dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Mir hat's auf jeden Fall unnormal viel Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder bei einer weiteren Folge. 2000 Likes will ich sehen. Die Folge mit Headset, mit Pulsuhr. Es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns, Freunde. Haut rein, ich hab euch alle lieb. Und ciao.